Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Fallout 76. Yay! Yeah. Ja, ist schon eine Weile her, seit ich Fallout 4 Let's Played habe, und ich habe mir mal gedacht, ich tue den 5. bis 75. Teil mal überspringen und gehe direkt zu Fallout 76. Ha, epischer Joke. Und ja, gucken wir mal. Okay, wir haben Sonntag, also kein Problem. Ich habe mir das Spiel vor ein paar Tagen geholt und habe es irgendwie geschafft, ne, ich nehme an, das ist so eine Art Game, der One Edition oder irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht mal, wie das Wort ausgesprochen wird, was hier drauf steht. Tricentennial Edition. Und ja, da ist ein Bild mit dem Gold Mannequin 1776 bis 2076 abgebildet, und ja, weiß ich nicht. Ich lese mal vor, was hier angeblich drin ist. Und zwar, da musste ich ein bisschen lachen, weil da stand Fallout 76 Spiel. Und ja, als ich das Spiel lang, also die Hülle geöffnet habe, ich habe die PC-Version von dem Spiel, dann war da einfach nur da, die Stelle, wo die CD normalerweise drin ist, war einfach nur so ein Pappkreis drin mit dem Code für das Spiel drin, den ich dann bei der Seite angeben konnte, um mir das Spiel runterzuladen, und das fand ich ein bisschen lustig. Weil auf der Rückseite steht, genau, enthält Fallout 76 Spiel. Egal. Da sind noch ein paar andere Sachen dabei, und ja, das kümmern wir uns später drum. Erstmal gucken wir mal hier, fangen wir mal an mit Spielen. Hab so ein bisschen die Einstellungen hier umgeändert. Irgendwie Voice Chat oder so habe ich mal ausgestellt, weil ich nicht weiß, wie genau das funktioniert. Also habe ich erstmal abgestellt, Radio sowieso, wegen Copyright, die ganzen Songs und so. Und ja, sehr viel weiß ich über das Spiel nicht. Ich weiß nur, dass es online ist, und laut der Beschreibung auf der Rückseite ist jeder Mensch ein Spieler. Also, weiß ich nicht. So viel weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur so ein 15-Minuten-Video mir angeschaut, so 15 Minuten Gameplay von Fallout 76, und das war's. Und ja, ich gehe relativ ohne irgendwas zu erwarten hier rein, und ich würde sagen, fangen wir mal an. Spiel. Krieg bleibt über gleich. Komm. Oh, ich freue mich. Krieg bleibt immer gleich. Oh, er hat's gesagt. Die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Fallout 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Der allererste Vault, oder was? Fallen. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch, wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Also eigentlich jedes Fallout hat irgendwie so ein bisschen das gleiche Intro. Erklärt so immer genauso das gleiche. Die Vaults sind die Zukunft, alle werden da sicher sein. Wir werden über dauern, Amerika neu aufbauen. Ist eigentlich immer das gleiche. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Oh, die klingt jetzt schon böse. Wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Okay, helf mal. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Okay. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden. Hier, warte, geht zurück. Sie unterscheiden sich durch Ihre Verdammt. Herkunft. Links und Rechtsklick ist genau das gleiche. Verdammt. Doch Sie den Eintümen kannst du mal die Klappe halten. Eigenschaft gemein.
Wir haben schon hier einen Kommentator, okay? Schweiwand, ich brauche einen Grinsenden. Grinsen, gut. Kann ich nicht mit so offen, mit so einem offenen Grinsen ganz herrlich gegenlaufen? Oh Gott. Ja, ich werde auf jeden Fall eher ein bisschen rausschneiden. Ich kann das nicht mal größer machen. Ich kann das ordentlich mal größer machen, was ist das? Ich habe das Ohr irgendwie kleiner gemacht, jetzt krieg ich es nicht mal größer. Oh, warte da. Okay. Cool. Fertig. Schaut euch das mal an. Boah. Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen herausgeschnitten, weil sehr komisch, weiß ich nicht. Die ganze Erstellung ist sehr unnötig komplex für mich. Und nicht so mein Typ. Ich habe da lieber so ein paar Standardeinstellungen, aber okay. Ja, okay. Ach, Körper muss ich auch noch machen. Was ist denn Extras? Make-up, Male, Schaden, Schmutz. Gesicht, 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 Geschlecht, Körper. Muskulös, dünn. Was weiß ich. Groß. Ist das einfach nur eine An. Das ist fett. Das heißt fett. Groß. Dann haben wir all die fetten Leute hier nicht zu beleidigen, wird hier der Begriff genannt oder was? Okay, ja, ich glaube, das ist gut. Gut, fertig, Enter. Mein Charakter einen Namen, dein Niro. Nein, der Niro. Und wehe, da steht jetzt irgendwie was wie schon vergeben. Hey, Daniro, Level 1. Gibt's ein Foto mit Move und Auswahl, kannst du Dingens Kirchen wählen. Was? Wo bin ich? Hä? Wo ist mein Charakter? Hallo? ich finde meinen Charakter nicht mehr. Was ist mein Charakter? Hallo? Der ist verschwunden. Was? Da, boah. Aha. Ja, war schnell. Das tut doch Ehrfurcht. Das ist doch ehrfürchtig, oder? Ich meine, tut sich schon jeder Spieler irgendwie von mir fernhalten, oder? Ja, genau. Gefällt mir schon. Mein Charakter guckt irgendwie nicht in die Kamera, das stört mich. Okay, fertig. Alles klar, können wir jetzt anfangen? Gut. Ich habe schon ein paar Schritte und so gehört. Ich glaube, wir sind schon ein paar Spiele rumgelaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Good morning. Have a great day. Oh, das ist aber nett. Good evening. Good morning. Sehr cool. Alles klar. Ich kann anscheinend nicht irgendwie Sachen untersuchen. Dass eine Zeitschrift kommt. Ja. Ein Holobänder. Sie sind eingeladen. Ein frohen Rückeroberungstag. Ja, okay. Da lese ich natürlich wieder nicht alles. Aber wer will, bitteschön. Spiel? Hold space to pour, release to throw. Ah, okay. What? Ja, hau rein, Alter.
Ich dachte, er ist ja bei golden. Oh yeah. Tab, um deinen Pip-Boy zu öffnen. Verlasse Wort 76. Alles klar. Wenn direkt irgendwie in die Welt herausgeschmissen, nehme ich mal an. Naja. Weil anstatt irgendwie rauszugehen, irgendwas Sinnvolles zu machen, ne, ich spiele mit allen möglichen Mist darum. Okay, gehen wir mal raus. Worthy. Ah. Öffne einen Pip-Boy und rufe Gegenstände jetzt mit auf. Ich muss also trinken, oh Gott, und essen. Alles klar, hier ist ja echt Überlebens. Muss man ja echt überleben anscheinend. Ich werde keinen Tag da draußen überleben mit den ganzen Spielen. Simpel! Alles klar. Es muss furchteinflößend sein, diesen warmen, sicheren Ort zu verlassen und in eine feindliche Wildnis ohne fließendes Wasser und Strom aufzubrechen. Ja, warum will ich nochmal da raus? Will ich hier drin bleiben? Mir sieht es doch recht glücklich aus. Teamwork hat Amerika groß gemacht. Ja. Ah, ich freue mich schon. Ich nehme an, der erste Part wird nur so ein bisschen langweilig. Weil ja noch nicht so viel passiert, aber wird sich wohl schon später ändern, oder? Jetzt Angst gehabt, dass irgendwas geskippt wird, wenn ich weitergehe, so, ja. Dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion. Oder kurz gesagt, CAM. Sehr eingängig. Okay. Interessant, ich kann Kämpfe aufbauen. So wie es ausschaut. Und Stufe 2. Okay, davon habe ich gehört. Irgendwie kann man hier jedes Mal, wenn man ein Stat hier irgendwie hochlevelt, kriegt man eine bestimmte Karte und die Karten kann man dann. Mit den Karten kriegt man dann irgendwie spezielle Fähigkeiten. So, aber die ganzen Sachen hier sind, wissen wir ja, ne, Stärke. Obwohl, kann sich ja ändern in dem Spiel, so also gucke ich auch mal. Physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Okay. Einfach so Festen von Gegnern in der Nähe, die Fähigkeit Schleichführung zu erhalten und Waffenposition, ja. Steht für physische Fitness. Okay. Fähigkeit andere und ihnen zu helfen. Intelligenz. Der Wert bestimmt deine Fähigkeit. Terminals zeigen den Zustand. Die Haltbarkeit von hergestellten Gegenständen sowie den Eintrag von Wiederverwerten. Ja, der Aktionspunkte. Und. Aber Glück. Da kann ich noch zurück. Ah, okay. Ja, und dann kann ich mir jetzt hier so eine Karte aussuchen, ne? Also ich wähle einen so ein Ding aus und dann kann ich mir eine Karte aussuchen. Dann gucken wir mal. Ich würde mal sagen, das eine klang am besten, ja. Mehr verlorene Gesundheit. Ja, und dann, wenn man das nochmal auswählt, dann kriegt man noch mehr davon. So. Oh. Da kann ich dann da reinpacken. Gut. Was ist jetzt da drin? Ich weiß, dort draußen wird es beängstigend. Ich bin schon jetzt ein bisschen mächtiger. Kann ich meine Skills angucken? Ja. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen langsam hier mit allem, aber. Lasst mich. Kann ich meine Dings sehen, meine Fähigkeiten? Skills da. Okay, ich kann nur ein pro Stat hier irgendwie ausrüsten, alles klar. Haben sich wahrscheinlich einige Leute schon
voll die mächtigen Builds und sowas alles hier rausgesucht und sind schon damit am Rumlaufen, nehme ich an. Irgendwas passiert. Entschuldigung. Tür wird geöffnet, da muss ich da dabei sein. Sayonara. Okay. Sie werden so schnell erwachsen. Okay, dann gehen wir mal los. In die große, weite Welt. Oh, pass auf, Ödland, jetzt komme ich. Jetzt bist du dran.